ist ein mächtiges, uraltes Seeungeheuer. Das hat Lenya in seiner Gewalt. Bewahr einen kühlen Kopf und gib nicht auf. Thank you.
Amio, ich wusste, du wirst mich retten. Du hattest immer so hohe Ideale und warst so mutig. Nicht wie deine feige Schwester. Ich schäme mich, mit ihr verwandt zu sein. Und trotzdem habe ich Mitleid mit ihr. Denn bestimmt glaubt sie tief in ihrem Innern an die Berechtigung ihrer Handlungen. Wie kann sie nur denken, ihre Taten wären in Ordnung? Es war der Wunsch deiner Mutter, dass du dies niemals erfahren solltest. Aber nun denke ich, du solltest es wissen. Tena hat nur ein Kind von Solon zur Welt gebracht. Kalus. Trotzdem hat sie dich immer wie eine eigene Tochter geliebt. Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Ein Wunder brachte dich zu uns, Cameo. Tena hat dich dann als ihr Kind adoptiert und auch so erzogen. Ach, deine Mutter wollte ein perfektes Leben für dich. Und um dich zu beschützen, nahm sie uns allen, auch deiner Schwester, den Schwur der Verschwiegenheit ab. Die Aufmerksamkeit, mit der Tena dich bedachte, nagte an Kalus. Verständlich, aber sie fühlte sich immer sicher, dass ihre Zeit kommen würde. Dass sie als leibliche Tochter Solons die Verwandlungsmagie empfangen würde. Ich verstehe, aber ich verstehe nicht wirklich. Ich habe diese Macht nie erwartet. Und wenn ich gewusst hätte, dass all das passieren würde, ich hätte sie nicht angenommen. Nein, deine Mutter hatte recht, die Macht auf dich zu übertragen. Kalus hat durch ihren Verrat bewiesen, dass sie es nicht wert ist, eine so große Verantwortung zu tragen. Ich weiß, du sorgst dich immer noch um deine Schwester, wie ich auch. Aber leider haben wir sie verloren. Und du musst alles Notwendige tun, um sie aufzuhalten. Das Schicksal des Reiches liegt fest in deinen Händen. Und als Zeichen meines Vertrauens präsentiere ich dir Chilla. Chilla! Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich habe so viele andere Fragen. Ich weiß, mein Engel. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ich muss mich erholen und du wirst an anderer Stelle gebraucht. Du hast recht, Lenia. Ruh dich nur aus. Und danke für alles. Cameo, kannst du mich hören? Gut, gut. Du entwickelst dich schließlich doch zu einem echten Kämpfer. Um es mit Halles Worten zu sagen, wo ein Krieger ist, ist ein Weg. Das ist die Einstellung. Und du wirst sie brauchen. In meinen Visionen habe ich Thorn gesehen, wie er noch mehr Kriegswaffen baute. Was genau, weiß ich nicht. Aber sie werden unbeschreibliche Zerstörung hervorbringen. Wenn die Zeit gekommen ist, fliege ich über die Brücke. Zuerst musst du Jeros finden. Nicht ein einziger Elementarkobold darf in Kalus verräterische Hände gelangen. Ja, er ist der Letzte, der Hilfe braucht. Und, warte, Bilder von einem vor Kälte bibbernden Jeros im Innern der gefrorenen Mauern von Schneetempel, der Domäne der unendlich kaltherzigen Königin Tyra. Beeil dich und mach dich zum Dorf des Schneegipfelstamms auf. Dort erfährst du, wie du den Tempel erreichst. Mach schnell! Den Weg laufen.
hartnäckiger Geselle. Ohne unsere Hilfe können sich